liebe Leute, herzlich willkommen zum hoffentlich entscheidenden Spiel oder zum entscheidenden Spiel gegen Real Madrid. Oder vielleicht, je nachdem, wie sie jetzt spielen. Wir haben jetzt hintereinander weg zweimal Real. Die sind nämlich Zweiter, die haben gewonnen, weil wir Barcelona geschlagen haben. Ja, es sind 19 Punkte Vorsprung. Ne, wir haben unentschieden gespielt, oder wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Damit sind wir Meister, oder? Real hat unentschieden gespielt gegen Osasuna. Ja, 1-1. Wir haben jetzt Vorsprung von 19 Punkten. Das sind noch 6 Spiele. Wir haben es geschafft. Wir haben den zweiten Titel unter Dach und Fach, den zweiten Meistertitel. 19 Zähler Vorsprung, 6 Spiele noch zu spielen. Damit ist es definitiv nicht mehr zu nehmen. Wir haben unsere kleine Krise überwunden mit dem Sieg in Barcelona. Wir haben den zweiten Meistertitel gesichert in La Liga. Sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, jetzt können wir nämlich. Ja, ich will natürlich weitermachen, aber. Ja, perfekt. Sehr geil. Ich habe auch nicht gedacht, das Pass Real durfte nicht gewinnen. So war es. Nicht verlieren, sondern nicht gewinnen. Und damit ist es schon mal zu. So, damit können wir jetzt ein bisschen durchrotieren. Bevor es dann im entscheidenden nächsten Match bevor es dann weitergeht. Im Pokal? Was für ein Duell. Der erste gegen den zweiten. Da steht enorm viel auf dem Spiel. Wir sind live vor Ort hier im San Mamés. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Hallo liebe Fans hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Real Madrid. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Ja, wir haben natürlich ein bisschen rotiert. Weil im Pokal ist es richtig, jetzt wichtig. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Ferland Mendy spielt mit Trent Alexander-Arnold in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht neben Bernardo Silva in der Mitte und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Auf geht's, FC. Auf geht's, Barcelona. Quatsch. Wir wollen natürlich heute gewinnen, diese 3 Punkte wollen, die nächsten 3 Punkte unter Dach und Fach bringen. Aber das Wichtige ist eigentlich nicht heute, wichtiger ist morgen dann. Das nächste Spiel ist nämlich das Pokalspiel. Und da wird definitiv eine andere Truppe auf dem Platz stehen. Ja, weil Werde, Schiri, da kann man aber auch mal gelb geben. Jetzt muss Borja an. Ich bitte jetzt nicht den nächsten, der verletzt aus, weil mir fällt schon ein Gelb. Da geht der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. So, erstmal die erste gelbe Karte in dieser Partie. Da gehen sie entschlossen dazu. Oh nein, Vinicius, der ist zu schnell. Die Mannschaft ist komplett aufgerückt. Immer noch gefährlich. So wünschen wir uns das. Und wieder nicht zu null. Jo, so kann es weitergehen. Wir dürfen nicht zu null gewinnen in der Liga. Wieder ein frühes Gegentor, das zweite in Folge. Nochmal das Tor in der Wiederholung.
Sie zieht den Konter perfekt auf und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, ist ein tolles Tor. Scheiße. Ja, natürlich bin ich da ehrgeizig und hoffe, dass wir das Spiel gewinnen, aber naja, ist nicht schlimm, wie gesagt. Selbst wenn, dann ist es heute nicht schlimm. Meister sind sie schon, das kann ihnen keiner mehr nehmen. Macht dieses Spiel natürlich, ja. Morgen wäre schlimmer. Ja. Kann ein entspannter Trainingskick werden oder ein ganz normales Fußballspiel? Beides möglich. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Ja, schade. Ball wird abgefangen. Alvarez. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ja, was ist das denn für ein Pass? Guter Pass jetzt. Die Flanke holt er sich. Bisschen zu nah ans Tor. Williams. Das muss es sein. Und Courtois. Mit den Fingerspitzen bringt er den Ball über die Latte. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Sie bekommen den Ball nicht raus. Nächste Ecke, nächster Versuch. Was heißt Ecke? Flanke. Er bringt den Ball nicht raus. Williams. Ja, passt auf. Also wir sind ja wieder wie gegen Barca. Wir sind frühes Gegentor und wir sind danach immer drin in der Partie. Oh ja, Sabal passt da aber gut auf. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Williams! Erhalten, stark gemacht. Und Courtois. Super Tackling. De Bruyne. Valverde. Auch wenn wir da durchaus mit der B11 gerade spielen. Fast schon eine mühelose Parade. Ja, wir haben ja im Gegensatz zum Basisspiel einige Partien, einige Spieler. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen Blödsinn. Das ist blöd, dass wir wechseln müssen schon wieder. Da fällt mir der nächste wahrscheinlich wieder aus. Real Madrids Ballbesitzquote im heutigen Spiel lässt durchaus zu wünschen übrig. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Oh, ah! Das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Da bin ich nicht vorbeigekommen an ihm. Das machen sie gut, der Bräuner hat einige Optionen. Ah, warum wechselt ihr mir nicht den richtigen Spieler aus? Hallo, Abseits! War es auch. Nee, war es nicht. Beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Ist Sanchez! Und wieder ist es. Parade von Courtois. Weltklasse. Courtois. Das können nicht viele. Wieder ist es Courtois, der jetzt zum... Nicht zum ersten Mal! Pfosten! Ach ja! Da können Sie sich beim Aluminium bedanken. Wieder nicht ein Tor, wieder kein Tor. Es ist nicht die erste Chance. Real hatte gefühlt halt diese eine einzige Chance, die haben sie genutzt. So, der Silber muss leider raus. Das heißt natürlich jetzt der nächste Wechsel, der erste Wechsel. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ja, es ist leider, dass Bruno da Silva rausgeht, der Youngster geht. Via Libre, der Stammstürmer kommt. Mondi. Und jetzt De Bruyne. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Vinicius, der Torschütze, raus, vorbei.
Und das ist das 2-0 Bernardo. Es ist halt so, dass Real einfach eisekalt vom Tor ist. Wir haben die Chancen, der Gegner macht die Tore. Ich meine, es tut nicht weh. Es ist halt nur ärgerlich, meiner Meinung nach. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann setzt er da diesen Volley an. Das ist perfektes Timing. Das ist eine klasse Aktion. Oh, das ist wieder Vinicius. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Oh ja, Sabal. Wie gesagt, wir haben sie gefühlt halt die Chancen. Und der Gegner macht's halt eisekalt. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Richtig gute Partie heute von ihm. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Ja, wie gesagt, nochmal, es tut nicht weh, aber es ist halt. Ihr kennt mich, ich bin ehrgeizig, auch wenn ich jetzt ein bisschen rotiert habe. Morgen wäre schlimmer, aber. Naja, mal gucken. Es ist noch die zweite, es ist noch ein bisschen was zu spielen. Benzema. Spielt wieder auf Benzema. Valverde. Ah, halt ihn noch fest. Ja, mit der Ecke. Wechsel bei Real. Benzema geht jetzt raus. Ecke de Bruyne. Ganz knappe Sache, aber doch kein Tor. Auf der Linie können sie gerade noch retten. Na, ein bisschen Glück war dabei. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Das Finale. Oh, das war wichtig. Athletic Bilbao. Und der Gegner heißt Real Madrid. Das wird eine klasse Partie werden, da bin ich mir ganz sicher. Och, das ist zum Kotzen, ey. Dieser Typ geht mir auf den Sack, ey. Der hat jetzt 2 Tore und 2 Vorlagen. Und der kriegt dann so ein glückliches Ding noch rein, ey. Ich meine, das wird wahrscheinlich die Entscheidung sein. 0-3. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Da kann man noch mal gelb beziehen. Ah, Mann! Ja, Vinicius, 2 Vorlagen, 1 Tor. 2 Tore, 1 Vorlage, so ist es richtig. Es gibt ein Tor im Spiel von Atletico. Alle Infos nun aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Atletico Madrid. Der neue William tut der Chance. Oh, und Courtois, also ja, der Gegner hat die, macht die Tore. Wir haben einfach die Chance. Das heißt, es ist das zweite Mal ins Aluminium. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, viel Platz jetzt. Jose Man. Kepa. Ball ist noch im Spiel. Dieser kurze Bericht vom anderen Spiel musste leider unterbrochen werden. Tor also für Atletico Madrid. Der neue Spielstand. Williams mit der Chance. Williams. Und wieder nicht. Ein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sich auch so. Ey, das ist nicht wahr. Irgendwie will dieser Ball heute nicht ins Tor. Es dauert nicht mehr lang. Dann hat das Warten ein Ende. Das Finale im spanischen Pokal naht für Real Madrid. Und der Gegner heißt Athletic Bilbao. Und die Teams werden richtig heiß sein. Wenn du so weit kommst, dann willst du natürlich auch den Titel. Ja, der geht leider nicht, oder? Le- Sag ja, wie gesagt, heute ist irgendwie absolut. Ja, 20 Minuten. Vorbei. Das gibt Einwurf für Real Madrid. Ja, ich hab's aufgegeben. Das wird heute nicht mehr. Das wird leider heute nichts mehr. Das ist halt blöde. Wenn ihr gefühlt halt, wie gesagt, die Chancen hast und der Gegner eisekalt 3 Dingern, 3 Nüsse macht.
Schauen wir mal, ob sich am Spielverlauf jetzt was ändert. Sie bringen das wird sich nichts mehr ändern. Ich muss ja wechseln, ein bisschen wegen. Osimhen. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Ecke de Bräune. Kurze Ecke. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Jetzt können sie kontern. Jetzt haben wir ja Libre vielleicht mal. Der Konter läuft. Flanke abgeblockt. Abgeblockt, ja. Ich sage ja, heute ist absolut der Wurm drin. Selbst so eine Flanke wird einfacher. Da kriegt er irgendwie noch was dazwischen. Geht nicht rein, da war auch ein bisschen Pech dabei. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Bocha, Courtois verhindert auch den. Sarah, heute mag dieses Spiel mich nicht. Heute hasst mich das Spiel. Heute passiert nichts. Wir können auch 5 Jahre spielen. Ja, der Schuss jetzt. Und Courtois hat auch den. Also wie gesagt, heute können wir 5 Jahre spielen. Es wurde nicht. Oh nein. Ach, verdammt, was war das? Aufmerksamkeit, aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. So, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Heute hasst mich das Spiel, aber wie gesagt, heute können wir ewig spielen. 0-3 die Niederlage. Ja klar, Wolf, jetzt gibt's die Trophäe. Jetzt sind hier alle bereit. Die Fans, die Spieler, die Fotografen. Jetzt freuen sie sich alle. Seit Tagen warten sie auf diesen Moment. Seit Tagen fiebern sie diesem Augenblick entgegen. Und das ist immer wieder ein unvergessliches Bild. Wie gesagt, weh tut's nicht. Aber ärgerlich ist es, wenn mein Ehrgeiz, wenn mein Ego ist, ist es allgemein egal. So, 4. Saisonniederlage. 2 der letzten 4 Spiele verloren, 3 der letzten 4 nicht gewonnen. Nur der Sieg in Barcelona. Wie gesagt, heute war es Real, die eiskalte Effizienz. Und wenn den gleich bekommen, dann gerade Vinicius, das müssen wir am Morgen definitiv ändern. Alle so erfahren, haben so viel erlebt, aber bei so einem Triumph, klar, da wird gefeiert, da kannst du dir sicher sein, nimmt die Party kein Ende. So, viel Spaß mit diesen Bildern, liebe Fußballfreunde. Ja, also das ist einfach nur wunderschön, wir haben das schon oft erlebt. Ob es heute eigentlich ruhig sportlich unwichtig ist. Aber nun ja. Und es ist einfach wunderschön. Meister trotz Niederlage. Wirklich alle Dämme brechen, wie sie feiern, wie sie alles rausschreien. Ein toller Triumph. So, und jetzt dürfen die Fans mit ihrer Mannschaft jubeln. Dicht an dich. So, also, wie gesagt, Real war heute gefühlt einfach eisekalt vom Tor. Gerade Vinicius, den haben wir überhaupt nicht in den Griff bekommen. Der hat halt ohne Probleme durchmarschieren durfte. So, jetzt gucke ich mal wieder. Spielerfetz. 5 Tage, okay. Na gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns morgen wieder dann. 14 Uhr, wenn der Bock drauf war, mit dem Pokalfinale gegen Real Madrid. Soll der zweite Titel folgen? Oder kriegen wir wieder auf die Socken? Naja, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.